Der Bundestag gibt grünes Licht, ein Milliardenhilfspaket für Arbeitslose, Selbstständige und Unternehmen ist auf dem Weg. Die KfW-Förderbank, die erwartet bis zu 100.000 Hilfsanträge. Ja, und Hilfen gibt es auch in den USA historischen Ausmaßes, aber die könnten schon zu spät sein. 3,3 Millionen neue Arbeitslose gibt es in den USA. Die Börsen, die schwanken ordentlich. Von Bodenbildung kann noch keine Rede sein. Darüber rede ich gleich mit dem Börsenprofi André Stagge. Herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Straßen hier in Berlin sind leer. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Im Supermarkt weiterhin recht leere Regale bei Nudeln, Konserven und vor allem Toilettenpapier. Einige witzeln schon, das Toilettenpapier könnte zur neuen Leitwährung werden. Aber Spaß beiseite, die Wirtschaft in Deutschland steht vielerorts still. Das IFO-Institut sieht in einem Worst-Case-Szenario die Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem Jahr um 20% fallen. Die Regierung, die verabschiedet sich vom heiligen Gral der schwarzen Null und nimmt neue Schulden auf. 156 Milliarden Euro durch verschiedene Maßnahmen sollen Wirtschaft und Unternehmen gestützt werden. Über die Folgen spreche ich jetzt mit dem Portfolio-Manager und Börsenprofi André Stagge. André, wie sieht denn zurzeit dein Homeoffice aus? Ja, ich fühle mich pudelwohl. Ich habe das Gefühl, ich war noch nie so fit. Dadurch, dass ich kaum noch reise und keine Vorträge mehr draußen habe, kann ich jeden Tag Sport machen, gehe laufen und habe so mein Fitnessniveau vom Ironman-Training aus dem Jahr 2011 fast wieder erreicht. Das ist gut, dass man aus so einer Krise dann auch was Positives mitnimmt. Schauen wir mal auf die Märkte DAX und Dow. Da ging es ja immer wieder auf und abwärts. Bei jeder guten Nachricht ging es für den DAX auch schon mal wieder über die 10.000-Punkte-Marke. Heute Morgen, Freitagmorgen, sehen wir, dass es dann auch wieder deutlich drunter ging. Viele sprechen schon von Bodenbildung. Ich glaube, da sind wir noch weit entfernt, sowas schon sagen zu können, oder? Ja, absolut. Die Märkte sind alles andere als fit. Wir haben den größten und schnellsten Rückgang der Geschichte gesehen. Selbst beim Crash 1987 hat das Ganze 38 Tage gedauert. Im Crash 29 waren es 40. Bis wir solche Rückgänge gesehen haben, im DAX in kürzester Zeit über 40%. Und das gerade einmal in 32 Handelstagen. Da ist es nur normal, dass eben die Märkte hier auch korrigieren und auch mal ein Stück weit zurückschlagen. Aber für mich ist das alles andere als ein Boden. Sondern ich denke, im Sommer wird da definitiv noch was kommen. Du schaust ja auch mit Sorge auf den Rentenmarkt. Wie sieht es da aus? Ja, das ist für mich der Hauptgrund zur Sorge. Und wir haben ja Maßnahmen gesehen von den Zentralbanken, die so in der Form nie zu denken gewesen sind und natürlich auch in der Krise angebracht. Wir haben nicht nur die Fiskalpakete durch die Regierung, sondern auch diese ganz großen Programme. Und das sind Dinge, wenn man da wirklich mal ein bisschen mehr in die Geschichte reinguckt und eben auch das institutionelle Verständnis eines Fondsmanagers hat, das ist absolut outstanding. Und das ist eben auch der Grund, warum wir hier korrigieren. Ich könnte jetzt viele einzelne Beispiele bringen. Ich bringe mal nur ganz kleine. Die EZB ist momentan der größte Gläubiger in der Eurozone. Man besitzt schon 2,6 Billionen, also 2.600 Milliarden Staatspapiere. Das ist ungefähr die Verschuldung von Italien. Und man hat jetzt ja nochmal einen oben drauf gelegt, dass man 750 Milliarden kaufen möchte. Also hier die Verschuldung quasi der Staaten aufnimmt und das alles auf die Bankbilanz der EZB mitnimmt. Das ist natürlich in der kurzen Sicht gut, um die Märkte zu stabilisieren. Die italienischen Renditen sind von 3% zurück auf 1,3 gegangen. Aber auf lange Sicht muss man eben hier die Haftungsfrage stellen. Und man muss sich auch wirklich mal hinsetzen und die ganzen Dinge lesen, die da passieren. Das macht natürlich der Mann auf der Straße nicht. Aber man kauft eben auch zum Beispiel griechische Anleihen. Das war eben vorher auch nicht denkbar. Man kauft diese sogenannten Commercial Papers, also Schuldverschreibung unter einem Jahr. Und vor allen Dingen macht man auch jetzt ganz, ganz neu, dass man diese 33% Obergrenze aufhebt. Also man löst alle Schleusen und damit sind eben die Banken der einzelnen Länder und die EZB als größter Gläubiger derjenige, der alle Schulden aufnimmt. Und da frage ich mich, werden die Schulden dann wirklich jemals zurückgezahlt oder gibt es ähnlich wie in Griechenland auch einen großen Schuldenschnitt? Also ich mache mir wirklich Sorgen, weil die Anleihenmärkte signalisieren mir, dass hier definitiv noch eine zweite Welle in den Aktien kommt. Und da geht es ja immer um Liquidität. Also was würde denn passieren, wenn jetzt Fonds und Pensionskassen ihre Positionen nicht mehr verkaufen könnten? Ja, Liquidität ist das Stichwort und ich habe das erlebt 2011 in meiner Fondsgesellschaft und auch 2016, wo die Peripheriekrise ja auch schon da war. Die Aktienmärkte haben das damals relativ gut abschütteln können, weil wir ein globales Wachstum haben. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und Liquidität ist eben auch der entscheidende Punkt, warum die Zentralbanken so aktiv sind. Und wir können uns ja mal ganz konkrete Beispiele angucken, die uns alle betreffen. Wenn wir zum Beispiel überlegen, der Fluganbieter Condor,
ist ja insolvent, wurde auch schon von der KfW mit 380 Millionen unterstützt, wird aber binnen der nächsten 2 Wochen pleite gehen. Maredo, pleite. Vapiano, pleite. Und wir stehen am Anfang einer wirklich großen Welle. Und was man eben macht, man kann natürlich kurzfristig mit den Zentralbankmaßnahmen die Staatsschulden kosten, also hier den Zins für Staatsschulden senken, das, was ich zu Italien gesagt habe. Aber was man nicht machen kann, ist, die ganzen Zombie-Unternehmen zu retten. Und wenn wir uns da mal nicht nur die Staatsanleihen anschauen, sondern auch Unternehmensanleihen, dann haben wir Kreditaufschläge im normalen Dreifach-B-Segment von 400 Basispunkten und im High-Yield-Segment mittlerweile von 10%. Und das heißt auf der anderen Seite, dass hier 20-30% der Unternehmen ausfallen. Bedeutet also, die Liquidität wird massiv aus den Märkten rausgehen. Pensionen, Fonds, Banken können nur noch zu Fire-Sale-Preisen verkaufen. Viele Banken haben diese ganzen Titel Hold to Maturity in der Bank. Bedeutet also, sie setzen darauf, dass das Unternehmen am Ende seine Anleihen zu 100 zurückbezahlt. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir eben Ausfälle, wie in der Realwirtschaft mit Condor, Vapiano und eben auch Maredo. Und das wird zu großen Verwerfungen führen. Da werden die Geldbriefspannen auseinandergehen. Und da werden eben Kettenreaktionen auch einsetzen, wo ich sage, dass wir den Boden im DAX definitiv noch nicht gefunden haben. Weil dieser Credit Crunch ist real. Die Liquidität geht raus. Da kann die Zentralbank zwar kurzfristig ein bisschen stoppen, aber 20-30% der Unternehmen, wenn nach meiner persönlichen Meinung und auch nach dem Research, was ich lese, durchaus auch pleite gehen. Das sind Unternehmen im Klein- und Mittelstand, da gehen viele Arbeitsplätze verloren. Wir haben es ja in den Erstanträgen auf Arbeitslosigkeit gestern gesehen, 3 Millionen neue Erstanträge. Und Goldman Sachs hat ausgerechnet, jeden Monat, wo wir das Coronavirus noch haben, bedeutet in Amerika 8 Millionen mehr Arbeitslose. Und das wird zu Ausfällen führen und dementsprechend auch zu weniger Liquidität. Das, was die Zentralbank macht, ist gut, aber es wird den ganzen Tanker nicht rumreißen können, sondern das Problem ist vorher schon entstanden, in den guten Jahren, wo man es nicht geschafft hat, die Schulden abzubauen. Und deswegen werden wir wie 2008 auch in eine Liquiditätskrise reinkommen, zumindest bei Unternehmensanleihen. Und da werden wir auch Ausfälle sehen. Wir sehen viele Risiken. Wie sollten Anleger sich in so einem Umfeld jetzt positionieren? Ist es schon an der Zeit, so vielleicht in Tranchen mit einem gewissen Prozentsatz des Vermögens wieder reinzugehen in den Markt, nachzukaufen? Also wäre ich jetzt angestellter Fondsmanager, Manuel, würde ich sagen, ja, das ist die perfekte Zeit, weil in den nächsten 10 Jahren werden Aktien steigen. Das glaube ich auch. Aber dadurch, dass ich selbstständig bin und meine eigene Meinung mir bilden darf, sage ich dir ganz klar, du gewinnst nichts, wenn du die nächsten 6 bis 12 Monate in Aktien investierst. Immer wenn du die Rückgänge im DAX von über 30% angeguckt hast, ist die nächsten 6 Monate danach im Durchschnitt gar nichts passiert. Auch wenn du den Crash 87 dir anschaust oder 29, da war es definitiv gut. In der hohen Volatilität, die wir jetzt haben, da haben wir auch ungeahnte Höchststände im VIX und anderen Märkten erreicht, die Volatilität messen. Es ist völliger Quatsch, jetzt schon in Aktien reinzugehen. Es ist viel besser, ein halbes Jahr zu warten, auf der Seitenlinie zu stehen und sich nach Alternativen umzugucken. Gold ist für mich eine Alternative oder zum Beispiel auch BTP Future Short. Also hier darauf zu setzen, dass italienische Zinsen wieder deutlich ansteigen. Das ist ein sehr asymmetrisches Risiko. Du kannst nur ganz, ganz wenig verlieren in diesem Trade, weil ich nicht glaube, dass die italienischen Staatsverschuldung deutlich, deutlich geringer wird. Ich glaube nicht an das große Wachstum in Italien. Ich glaube einfach nur daran, wenn das diese Krise wiedergeben sollte und diese Liquiditätsproblematik, die du ansprichst, auch in den Markt reinkommt, dann stehen wir da bald bei 3, 5 oder 10%. Und das ist für mich eben ein sehr sauberer Trade. Wer in Aktien investieren sollte oder möchte, der kann den Sommer definitiv abwarten. Ist eh eine saisonal schlechte Zeit. Der kann den April jetzt nutzen, um Bestände zuzumachen. Aber mal ein halbes Jahr keine Aktien und keine Dividenden zu verdienen und diese Volatilität eben nicht im Depot zu erleben, ist für mich völlig in Ordnung. Deswegen würde ich definitiv nicht kaufen. Ich würde im April eher abbauen und dann vielleicht am Jahresende oder Mitte nächsten Jahres mal gucken, Positionen deutlich günstiger wieder aufzubauen. Ja, und wer Tipps will, der kann auch Webinare machen. Und da gucken wir jetzt mal gemeinsam auf den Veranstaltungshinweis der Trading House Börsenakademie. Ja, aufgrund des Coronavirus sind die Börsenseminare momentan abgesagt. Das nächste wäre wieder am 12. Juni. Damit ihr aber die Zeit gut nutzen könnt, gibt es jetzt Webinare. André, du hast gerade gestern eins gehalten. Da war das Thema Börse in der Krise und welche Chancen man daraus nutzen kann. Was hast du da alles vermitteln können? Ja, das ist das Schöne an der Krise. Da gibt es auch Chancen, wie mit diesen Webinaren. Wir haben 90 Minuten uns unterhalten, welche Möglichkeiten da sind, wie man mit Aktien Trading Geld verdienen kann im kurzfristigen Bereich, wie man aber auch in Gold investiert, wie man in BTP Future investiert. Also all diese Dinge, die man jetzt auch nutzen kann aufgrund der hohen Volatilität. Und das nächste Webinar wird am 7.4. stattfinden. Da wird es dann ein Update geben. Gestern waren schon über 300 Teilnehmer mit dabei. Wir haben alle Fragen beantwortet und wir hoffen eben auch auf viele Anmeldungen in diesem virtuellen Webinarraum völlig kostenlos am 7.4., um sich dann einfach zu den Themen zu informieren und noch ein bisschen tiefer reinzuschauen und da eben Daten und Fakten auch zu bekommen, wie man jetzt tatsächlich Chancen auch nutzen kann.
Also ihr könnt euch da gerne ab sofort anmelden. Chancen in der Börsenkrise am 7. April mit André Stagge, am 23. April Börse für Einsteiger und am 17. Juni erfolgreich mit Bluestar Traden, das Trendfolgesystem unter www.trading-haus.de findet ihr auch mehr Informationen. Und hier geht es jetzt weiter mit den Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Alphabet verlor seit den Jahreshochs gut 34% auf das runde Kursniveau von gut 1.000 Dollar. An dieser mehrjährigen Unterstützung konnte die Google-Mutter vorerst wieder zur Oberseite abdrehen. Die Hoffnungen auf eine Besserung im Kampf gegen das Coronavirus und massive Hilfspakete trieb die Märkte in dieser Woche sichtlich an. Alphabet dürfte hiervon auch profitieren. Der lange Docht auf der Unterseite der Wochenkerze, wie Sie hier im Chart sehen, spricht für eine gewisse Käuferschicht. Weiteres Aufwärtspotenzial sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie im Bereich von 1.150 Dollar. Bei entsprechendem Kaufinteresse könnte sogar das Niveau von 1.300 US-Dollar erreicht werden, ehe wieder stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Am gebeutelten Markt gibt es auch einige kleine Hoffnungsschimmer, so bei Volkswagen. Im Fall von VW konnten die Notierungen an den Tiefs vom Dieselgate-Skandal um 99,93 Euro zur Oberseite abprallen. Dieser Support kann vorerst stützen und führte im weiteren Handelsverlauf zu einer deutlichen Gegenreaktion. Hier ließe sich unter gewissen Bedingungen durchaus gutes Geld verdienen, meinen die Analysten. Risikoreich bleibt zu so ziemlich jedes Investment. Vom aktuellen Kursniveau aus könnte die nächste Zielmarke für VW 115,90 Euro lauten. Darüber hinaus könnte sich das Wertpapier nach technischen Maßstäben sogar bis an 129,80 Euro herantrauen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 105 Euro im Idealfall nicht übersteigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Das war Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.